Corona, Kultur und Lockdown, das sind Dinge, die eigentlich nicht zusammenpassen und auch gar nicht zusammengehören. Wir haben uns gefragt, ob und wie das Staatstheater Braunschweig aktuell arbeitet. Während der Generalprobe von Rusalka konnten wir einen Blick hinter die Kulissen werfen und fragen, wie Theater im Lockdown funktioniert. Im Moment sind wir tatsächlich normal im Probenalltag. Die Produktionen, die angesetzt sind, laufen weiter durch mit den normalen Abläufen und werden bis zur Premierenreife gebracht. Das ist für uns natürlich im Moment eine große Bereicherung, dass wir überhaupt arbeiten dürfen. Das freut uns sehr, natürlich auch unsere Ensemblemitglieder, denn Singen ist Hochleistungssport. Und es ist gut, wenn die Maschinerie dann auch am Laufen gehalten werden kann. Ganz zu schweigen davon, dass es unsere Arbeit ist, die wir lieben und schätzen. Und wir freuen uns, dass wir proben dürfen und hoffen sehr darauf, dann auch die Ergebnisse bald zeigen zu können. Das hoffen wir natürlich auch. Während sich die Musiker im großen Saal schon einspielen, konnten wir einen kleinen Einblick in die Lichtregie erhalten, wo wir den Techniker Henning kennengelernt haben. Henning, wir sind ja hier in der Lichtregie. Du sitzt ja sozusagen im ersten Rang hinter dem Publikum und du bist jemand, den man nie sieht, sozusagen derjenige hinter der Bühne. Ja. Und ohne dich wäre es niemals so schön beleuchtet. Das heißt, du steuerst alle Scheinwerfer, das sieht man, das ist alles computergesteuert. Und wie arbeitet der Regisseur mit dir zusammen? Sagen die dir, das Licht muss laufen, das muss nicht laufen? Wie funktioniert so etwas? Also sind immer ganz viele mit in dem Ganzen involviert. Der Regisseur sitzt unten, meist im Zuschauerraum bei den Proben. Beleuchtungsmeister oder Meisterin in dem Falle hier sitzt daneben. Die beiden kommunizieren miteinander und die Beleuchtungsmeisterin, weil die weiß, wo die Apparate hängen und wie man was am besten machen kann mit dem Licht, gibt uns das weiter über Gegensprechanlage oder über Funk. Und ja, wir versuchen es dann so gut wie es geht umzusetzen. Allmählich müssen sich die Technik-Crew und die Musiker auf die Generalprobe vorbereiten. Im Foyer haben wir aber nochmal die Gelegenheit, mit Theresa über die Inszenierung zu sprechen. Wenn endlich der Lockdown vorbei ist, was wird für eine Rusalka wahrscheinlich präsentiert oder mit Sicherheit präsentiert, wenn es im Januar, Februar, März, wann auch immer, tatsächlich losgeht? Rusalka ist ja eine Märchenoper von Antonín Dvořák, 1901 uraufgeführt am Tschechischen Nationaltheater in Prag und jetzt am Staatstheater Braunschweig. Ist es so, wie es 1901 war, oder findet man vielleicht auch eine zeitliche Adaptation? Wir spielen die Oper natürlich nicht so, wie sie zur Uraufführung gebracht wurde. Dem Team, dem Regieteam um Dirk Schmeding, das ja zuletzt mit der vielbeachteten Passagierin hier zu Gast war, dem war ganz wichtig, die Märchenfiguren auch als solche zu belassen. Das heißt, wir haben Märchen auf der Bühne in etwas modernerer Form. Ich will da jetzt natürlich noch nicht zu viel verraten, aber es ist eine farbenreiche, an vielen Stellen auch sehr erheiternde und lustvolle Produktion, eine sehr sinnliche Produktion, die natürlich aber auch die düsteren Farben, die in Dvořáks Märchen enthalten sind, zum Klingen und auch zum Ansehen bringt. Das ist eine Dimension, die man bei dem Stück natürlich gar nicht weglassen kann. Und es wird also auch an den ein oder anderen Stellen etwas dunkler gefärbt sein mit dieser wunderbaren Sehnsucht, die diese Oper atmet. Thank you.
Das ist eine Bearbeitung, die natürlich dem Original in vielen Sachen sehr ähnlich ist. Das heißt, wir spielen in einer reduzierten Bläserfassung. Alle Bläserinstrumente sind solistisch, Flöte, Oboe, zwei Klarinette, Fagott, eine Trompete, zwei Hörner und eine Posaune. Es ist so etwas entschlankte Fassung. Bei den Streicher sind wir in einer kleineren Besetzung, aber immerhin in Originalbesetzung. Unterschied zu Fideli, wo wir nur mit Bläsern gespielt haben. Und wie man hier sieht, wir haben alles unternommen, dass unsere Musiker sicher sind, dass wir alle Hygienemaßnahmen, die von uns verlangt werden, dass wir sie umsetzen können, haben wir sie auch umgesetzt. Es ist sehr ungewöhnlich für Musiker, so zu spielen. Man hatte eine Weile gebraucht, bis die Musiker sich gewöhnt haben. Aber umso glücklicher bin ich, weil das war eine sehr schöne Generalprobe. Und irgendwann werden wir auch die Premiere spielen. Und das, ich freue mich wirklich drauf. Und wir haben ja jetzt in Braunschweig eine ganz hervorragende Sopranistin mit Julie, die ist ja wirklich eine. Julie Adams. Julie Adams. Ja. Sie ist ja wirklich hervorragend. Vielleicht kannst du ein paar Worte zu ihr sagen und zu ihrem Sopran. Ja, also Julie ist eine großartige Sängerin. Sie ist einfach 30 und sie ist gekommen zu uns. Sie hat vorgesungen, sie hat uns sehr gut gefallen. Und leider bis zum letzten Moment wusste man nicht, ob sie überhaupt aus USA kommen kann. Und so wegen Corona, wegen dieser alle Sache, sie ist gekommen. Und ich muss sagen, ich bin so glücklich, dass wir jetzt Julie bei uns haben. Ist so eine tolle Sängerin, auf einem internationalen Niveau habe ich seit langer Zeit nie gehört. I'm so excited to sing it. I love Czech. I love the Czech language and the composers are amazing. Dvořák, Janáček, and it's really, really incredible. And it fits my voice very well, so I'm so thankful. And who doesn't like want to be a mermaid? That's so, real great. Yes, it's a lot of fun, so I'm very thankful. Could you tell us a little bit more about your voice? You are a soprano, but yes. What a soprano? I am a lyric soprano, lyricus pinto. Huge voice. Well, huge voice. I don't know huge, but I think so. Big, a sizable voice. Yeah. You know, and I really, a lot of people say that I will sing a lot of Slavic, and Strauss is my very favorite. So, and maybe some Wagner. So we see, but yeah. Ganz wichtig in Deutschland, muss man auch Deutsch sprechen? Ja. Kannst du auch was in Deutsch sagen? Oh, ein bisschen. Ein bisschen? Ein bisschen. Dann sage ich dir auf Deutsch Danke und toi 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 für die Premiere. Danke, danke, danke schön. Vielen Dank, wir freuen uns auf dich. Vielen Dank. Ein internationaler Opernstar am Staatstheater Braunschweig gab es lange nicht. Eine Stimme wie deine, das wird hier erklingen und wir werden sehr stolz auf dich sein, ganz bestimmt. Dankeschön, Dankeschön. Nach dem Ende der Generalprobe trafen wir den ersten Konzertmeister Johannes Dehnhof in den Katakomben des Theaters. Noch ganz beflügelt von Dvořáks Musik stellte er uns als Abschluss des Abends seine Geige vor. Ja, was für eine tolle Geige. Das ist echt eine Geige, die also eigentlich jetzt keinen Wert an sich hat. Ist es eine italienische Geige, vermutlich. Sie ist. Ich weiß gar nicht, wie viel sie wert ist. Aber es ist also kein besonderer. Also sie hat doch einen sehr, sehr schönen Klang. Soll ich mal zwei Töne spielen? Ja, aber sicher zwei Töne oder drei.